Von hier aus hat man einen wunderschönen Blick über das gesamte Lesachtal. Wunderschön, wie gesagt, vielleicht ein bisschen kalt, vielleicht gar ein bisschen abgelegen. Und wenn man auch nicht hier wohnt, dann ist es natürlich immens schwer, neue Bekanntschaften zu machen. Deswegen gibt es jede Menge Junggesellen, doch nicht mehr allzu lange, zumindest wenn es nach mir geht. Das Klischee, dass Männer in den abgelegenen Tälern sehr eigen sind, ist wohl weit verbreitet. Dabei stimmt das ja gar nicht. Man findet sie nur schwer. Aber wenn man sie im Wirtshaus am Platz alle zusammentrommelt, dann sind sie eigentlich sehr umgänglich. Und wie trommelt man alle zusammen? Man schickt ihnen einen ganzen Haufen Frauen zum fröhlichen Kennenlernen. Alleinstehende Männer gibt es hier im Überschuss. 5 Junggesellen sind besonders neugierig, denn für sie kommen die ganzen Frauen. Hans, Thomas, Robert, Hans-Jörg und Walter. Alle 5 sind schon zu lange ohne bessere Hälfte. Weil viele sagen halt, nein, ich hab keine Zeit für nichts. Im Lesachtal hält man zusammen. Damit die Singles ihr Herz verschenken können, macht der Schnitzer Johann Holzherzen, die die Männer dann gegen ein Date tauschen können. Ab heute soll nämlich alles anders werden. Die Liebe kommt ins Tal. Und zwar in Form von alleinstehenden Frauen aus ganz Österreich, die die Herren kennenlernen wollen. Ob blond, braun, erfahren oder jung, für jeden Geschmack ist eine dabei. Und auch die Damen haben hohe Erwartungen. Große Aufregung. Voller Spannung. Ich finde mich gut hier und schau mal, was kommt. Vielleicht ist wirklich jemand dabei, dadurch jetzt schon längere Zeit Single bin, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da jemanden finden würde, der was zu mir passt. Heute haben sich alle im Gasthof eingefunden, um die Damen gebührend zu begrüßen. Bei mir fängt schon das Kribbeln an. Echt? Ja. Hans sucht endlich das ganz große Glück. Der sportliche 50-Jährige ist schon seit 6 Jahren Single. Hallo, ich bin der Hans, bin 50 Jahre alt, komme aus Osttirol, ich bin Landwirt. Seinen Tag verbringt Hans zurzeit alleine bei der Arbeit am Hof. Demnächst soll sich aber alles ändern, für die zukünftige baut der 50-Jährige sogar ein neues Haus. So, ich bin da gerade dabei, bei meinem neuen Haus. Ich habe eine sehr große Terrasse und einen wunderschönen Ausblick. Und ich darf mir wünschen, dass ich da in Zukunft nicht allein wohnen muss. Hans ist außerdem ein Riesenfan von Sport und schnellen Maschinen. Ein großes Hobby für mich ist das Motorradfahren. Und das wäre schön, wenn mich eine Dame begleiten würde, weil ich hätte noch ein Plätzchen frei. Ready, set, go, man, go. Hans, hi. Servus, okay, mein Lieber. Machst du gerade Pause? Ja, ich mache jetzt gerade Pause. Habe ich dich gerade bei der Pause überrascht, gell? Ganz genau. Wie sieht denn eigentlich so deine Traumfrau aus? Also muss irgendwie ein Model sein? Muss eine sein, die anpacken kann? Wie ist es? Ein Model braucht nicht unbedingt sein, oder sollte es auch nicht sein, weil eine normale Frau, die was bodenständig ist und die was die Arbeit sieht. Oder warum hat es bis jetzt nicht geklappt? Die Frau, was zu mir passt hat, die sind ja die meisten schon vergeben. Das ist das Problem. Ach so, okay. Im Großteil sind die dann zu jung. Ich kann mich sicher natürlich mit ihr unterhalten, aber für Beziehungen oder so ist das sehr schwierig. Weil du sagst, jung, wie alt muss deine Traumfrau mindestens sein? Ist ja tatsächlich um die 40. Um die 40, also das ist so die Grenze. Ja, um die 40 soll es halt sein. Und sie soll schon zu mir passen, ne? Genau, sie muss dir passen, ganz wichtig. Und ganz wichtig natürlich auch, sie muss kochen können, weil ich meine, ständig so ein Wurstbrot ist auch nichts, oder? Ich sage jetzt nicht einmal so, dass sie kochen können muss. Ja, sollte. Die Liebe geht durch den Magen. Ich sag, sie sollte. Ich kann dir auch was anbieten. Ja, also ich aus Weg, noch was aus übrig. Zerren, weißt du? Ich nehme immer was mit. Darf ich das mit dem Teller lassen? Ich aber da. Ja, bitte. Ich nehme nur das Brot, okay? Gut, danke. Gut. Passt schon, danke dir. Danke. Gehen wir mal, ne? Es hat sich herumgesprochen, dass hier im Tal ohne Frauen fesche Herren im Angebot sind. Barbara und Natascha sind beste Freundinnen. Sie wissen noch nichts über die Männer. Kein Wunder, dass der Puls steigt. Bist du schon nervös? Ja, ich bin schon sehr nervös, wirklich. Ich bin die Natascha, bin 32 Jahre alt und habe gehört, dass es da sehr viele Single-Männer gibt. Möchte gern meinen Traum erfinden. Und auch die Männer wissen noch nicht, wie viele Frauen gleich zu ihnen kommen. Single Robert sprudelt schon vor Ideen für die gemeinsame Zeit. Kegeln gern, Pizza ja, essen gern, Rudeln gern, alles mögliche. Ja. Du bist ein sehr vielseitiger, ja. Sehr vielseitiger Mensch. Ja.
Robert kann es kaum erwarten, nicht zuletzt, weil der 36-Jährige schon sein Leben lang Junggeselle ist. Nichts wünscht er sich sehnlicher als eine Partnerin. Ich bin der Robert, halt da, und bin 36 Jahre alt, halt da, und wohne im wunderschönen Lesachtal. Roberts Hof ist stillgelegt. Der Hobbyfotograf arbeitet während der Saison am Lift. Jetzt hoffe ich vielleicht, dass sie die richtige Beziehung kriegt. Und vielleicht ist er nicht ortsgebunden, dass sie zu mir ziehen kann. Aber am Abend zusammen beim Kuschen, Schmeicheln, Massieren, alles. Seinen Feierabend will der gläubige Kärntner nicht länger alleine verbringen. Sein Zimmer ist klein, aber sehr gemütlich. Und Platz für zwei ist selbst in der kleinsten Hütte. Das ist mein Schlafbett. Leider, ich muss alleine drin schlafen. Und wenn ich die zukünftige, da, herrliche Frau habe, dann kann ich alles gemeinsam mit dir halt drin. Wenn er gemeinsam mit der Partnerin in die Kirche gehen könnte, wäre das schön. Robert legt aber auch viel Wert auf die weltlichen Gelüste. Ich wünsche mir eine sportliche mit festen Hintern, feste Oberschenkel, festen Busen und einen langen Zopf. Dann will ich halt massieren. Sex halt da, volle Hineinsatz halt da, von beiden Seiten. Robert? Hallo! Servus! Servus! Mein Lieber! Servus, wie geht's? Halt da, hi! Ah, hast du schon wen gefunden, ja, oder wie? Ja, die liebe Mutter Gottes von Medjugorje. Ja. Du hast schon ein Stoßgebet in den Himmel gegeben. Ja, habe ich alles schon gemacht. Sag mal, lass mich raten, deine Traumfrau sollte Jungfrau sein und Maria heißen, oder? Wenn man das so anschaut. Ja, so liebevoll, Maria wie du sie hältst. Halt, ja. Sie darf nicht zu schlank sein und nicht größer wie ich, halt da 1,6 bis 1,8 halt da und ein bisschen fest halt da. Ja. Okay. Ja. Und hast du irgendwie so einen speziellen Anmachspruch, wenn du irgendwo hingehst, dass du sagst, okay, keine Ahnung, du hast schöne Augen, du hast schöne Frisur, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das schon. Schöne Augen schon einmal und noch die Haare gezeigt mit langen Zopf halt und Blondinen, was mir sehr gefällt, und Schwarzhaare mit langen Haaren. Okay. Halt, wie willst du die um den Finger wickeln? Ja, das will der mal eins trinken gern mit Zähnen. So, und dann weiter schauen, was sich weitergibt. Halt. Robert, ich wünsche dir alles Gute mit den Frauen, gell? Ja, danke. Wir sehen uns halten uns auf den Laufenden. Ja, wir sehen uns halt da. Bis später, dann wünsche ich dir auch alles Gute. Ciao, was? Ciao, bis später, Wirtshaus. Vielleicht ist heute endlich die passende dabei. Die attraktive Gerti hatte schon mit Bergbauer Hans versucht. Vergebens. Aufgeben kommt für sie aber nicht in Frage. Außerdem hat sich die Wienerin in das wunderschöne Lesachtal richtig verliebt. Es zieht sie immer wieder nach Osttirol. Ich suche einen Mann, der ganz einfach zu mir passt. Groß soll er mal auf alle Fälle sein. Ich werde wieder die Waffen der Frauen einsetzen. Die 53-jährige Wienerin Eva Maria würde ihren Traummann gerne mit ihren Kochkünsten verwöhnen. Wir freuen uns alle auf die Männer. Wir haben gerade im Auto gesprochen, also sind alle aufgeregt. Den Männern wird der Ernst der Lage langsam bewusst. Alle sind Konkurrenten mit nur einem Ziel: endlich eine Frau finden. Auch Hans-Jörg möchte nicht leer ausgehen. Wir haben alle das gleiche Problem, dass alle ein bisschen oder alle eine Bekanntschaft schließen wollen und auch das dazu nutzen wollen. Vor 3 Jahren hat Hans-Jörgs letztes Verhältnis zu einer Frau geendet. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich neu zu verlieben. Hey, ich bin der Hans-Jörg, bin 35 Jahre alt, bin vom Beruf Bauer, im Winter Liftwart und ich wünsche mir eine nette Beziehung. Hans-Jörg bewirtschaftet einen Hof mit Direktvermarktung. Ich bin nicht der Rambazamba-Typ, ich bin eher mehr der arbeitende Typ und auch mehr das häusliche Zuhause sucht. Anstatt auszugehen, backt Hans-Jörg lieber. Der 35-Jährige ist gelernter Konditor, er liebt es, diverse Köstlichkeiten herzustellen. Eine Frau hat er damit aber noch nie verwöhnen können. Also wenn ich mir die Frau backen könnte, meine Traumfrau backen könnte, dann würde ich mir eine häusliche Frau backen, eine ruhige Frau backen, mit der, was ich das Leben gemeinsam erleben kann. Das Gesamte. So, das ist mein Schlafzimmer, neu renoviert. Da habe ich mir auch schon ein Doppelbett hergestellt, damit ich dann, wenn die zukünftige Partnerin bei mir liegt, bei mir schlafen kann, zum Kuscheln. I want you, I need you, I love you. Der Traum vom Kuscheln könnte bald wahr werden. Da oben kommen sie. Schau rauf, da oben formieren sie sich, die kommen jetzt aber zu uns.
Oh, die mit dem Dirl. Jawohl, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen, ja. Eine Dame, die mich sofort verzaubern würde, müsste blond sein und sportlich. Ich bin am Wesen, ich höre dir das Herz in die Hose auf. Ein herzliches Willkommen den Damen. Bitte mal da. So viele ledige Damen hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Nesthäkchen Thomas ist begeistert. Man hat einmal gesehen, was da ist, was einem vielleicht optisch gefällt. Und ja, alles Weitere klärt sich jetzt. Ich bin Thomas, 22 Jahre alt. Ich bin in sehr vielen Vereinen engagiert, unter anderem auch in der Feuerwehr. Ich würde mich so beschreiben, dass ich ein Familienmensch bin. Dadurch suche ich auch eine längerfristige Beziehung, nicht nur für eine Nacht. Der gelernte Elektrotechniker ist in der Landjugend aktiv und liebt das Skifahren. Trotzdem ist der 22-Jährige manchmal einsam. Das Einzige, was in meinem Leben noch fehlt, ist eine Frau an meiner Seite, da es doch oft Momente gibt, wie einen schönen Sonnenuntergang oder wenn man allein zu Hause ist, wo einem doch jemand an der Seite fehlt, mit dem man diese schönen Momente teilen kann. Das Feuer der Liebe hatte Tiroler das letzte Mal vor 2 Jahren gespürt. Allerdings loderte es nur ein paar kurze Wochen. Ich bin zwar viel unterwegs am Wochenende und unter der Woche, aber bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt, eine Frau dort zu finden. Und deshalb bin ich noch auf der Suche. Das Spiel um die Gunst der Damen ist eröffnet. Heute Abend gilt es, 3 Frauen auszuwählen, die die Singles morgen bei einem Date zu viert näher kennenlernen können. Während die einen feiern, nutzt Hans-Jörg die Gelegenheit, um mit Michaela auf Tuchfühlung zu gehen. Wie alt bist du? Was schätzt du mich? Ja, 35? Richtig. Richtig. Ja, richtig. 35. Und so in 30 halbe Hände zum Beispiel da in diese Gegend herzuziehen, weil du müsstest ja herziehen gehen, wenn was werden würde. Ja, ja. Das weiß ich nicht, Schau, ich komme aus Rumänien, aber doch mal bei mir zu Hause, ich habe auch Tiere und alles. Ja, ist noch gut. Die zwei verstehen sich. Zeit für Hans-Jörgs Geheimwaffe. So, kleinen Moment, ich biete euch jetzt was an. Die Michaela ist nicht ganz schlecht, also da darf ich mich nicht beklagen. Ich bin kennenlernen. Ja, ich finde den Hans-Jörgen ganz attraktiv, also er macht vieles, auch nebenberuflich. Er führt ein Gasthaus, was mir auch sehr interessiert, weil ich von der Tourismusbranche stamme. Ich finde ihn toll. So, ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Ein Stückchen Stunde noch probieren. Selbstgemacht. Selbstgemacht. Selbstgemacht, ja. Lasst euch das schmecken, probiert es einmal so. Ich habe schon gegessen. Ich kenne meines. Der schaut auf seine Figur. Ganz genau, ich muss ja aufpassen, damit ich nicht in die Breite gehe. Mit seiner süßen Überraschung fängt Hans-Jörg die Herzen reihenweise. Kommst du mit mir ein bisschen? Ja, okay. Michaela will sich dem passionierten Bäcker nicht entgehen lassen. Das schmeckt den beiden anderen Damen wohl weniger. Was die gebürtige Rumänin wohl vorhat? Während sich der eine lieber nur auf eine konzentriert, scharrt der andere einen ganzen Haufen Damen um sich. Walter taut auf.
aber heute gehst du nicht so zeitig in die Federn. Für was sind wir denn dann gekommen? Jetzt lernst du der Frau kennen, no. Weil er schläft gar nicht, oder wie? Nein. Weil schon ein eigenes Bett und ein eigenes Bett. Ja, da wundert es mich dann nicht, dass ich keine Frau kenne. Jetzt sind wir alle zusammen so lange allein. Bitte, dann wirst du ja nicht auf einen Tag drauf ankommen, oder? Ja, aber morgen ist da schon Ende. Ja, mein Gott, ein Ende ist nie. Ende ist, wenn ich die Augen zu mache. Schnelles Ende. Ja, ist das so. Ja. Ja, war er recht, hat er recht. Ja. Walter Schmidt zeigt Wirkung. Das hat mir schon gefallen, ja. Ja, hallo, ich brauche 5 weiße Spritzer für die Dame, bitte. Und ist am Tisch schon was dabei? Schauen wir noch mal, aber noch nicht wirklich. Bei der Runde halt. Nicht meine Altersklasse halt, so gesehen. Walter ist nun schon seit 10 Jahren Single. Der 39-Jährige lebt gemeinsam mit der Mutter am Hof. Ich bin der Walter. Und ja, ich bin gerne in den Berg unterwegs und mache viel sportliche Sachen. Meine letzte Beziehung war halt so, ich bin halt gerne in der Natur und sie war eigentlich nicht so ein Naturmensch, sie war mehr, ja, soll man sagen, so ein Couch-Typ und das ist halt nicht das für mich. Also. Fit muss man an Walters Seite sein und Verständnis für die Landwirtschaft haben, denn seinen Hof mag er nicht verlassen. Seitdem muss der Vater nicht mehr leben, muss ich halt die ganze Arbeit allein machen. Und da ist halt nicht mehr viel Freizeit. Und da muss man halt einmal der Arbeit nachgehen und die Sachen machen. Und das ist halt wichtiger. Und da bleibt halt vieles am Weg noch. Für die große Liebe würde Walter aber einen wichtigen Schritt wagen. Ich weiß schon, dass es also irgendwas in meinem Leben verändern muss. Irgendeinen Job muss ich halt noch lassen. Also entweder meine Arbeit oder die Landwirtschaft. Dass ich irgendwo ein bisschen leicht habe und dass ich eine Partnerin kriege. Das haben wir uns verdient. Je später der Abend, desto intensiver die Maßnahmen, um an die Herzen der Herren zu gelangen. Die Blondine Michaela hat Hans-Jörg entführt und möchte Intimes erfahren. Warum hast du Schluss mit deiner Freundin? Was ist nicht gegangen? Das war vielleicht dazu mal, wie gesagt, die Fernbeziehung, was wir da gehabt haben, auch, war vielleicht nicht ganz so das Idealste. Und bei dir? Ich gehe auch nicht so draußen. Und wo soll ich finden? In meinen Arbeiten oder in Schule? Ich gehe nicht draußen. Mhm. Disco, das mag ich auch nicht. Also findest du Disco gehen eigentlich nicht so ganz deins? Nein, ist nicht so. Wie würdest du schon die Abendgestaltung haben? Oder wie willst du das vorstellen? Oder wie sollte das in deinen Augen eigentlich sein? Ja, vorgehen, einfach spazieren, im Kino, ja. Auch Hans-Jörg ist kein Partytyp. Er sucht eine bodenständige Partnerin, mit der er das Leben am Hof genießen kann. Mit Michaela hat er einen Glückstreffer gelandet. Ich bin positiv überrascht. Und wir werden jetzt in nächster Zukunft oder den Abend jetzt ein bisschen weiter verbringen und dann mal schauen, was sich da ergibt. Aber ich könnte mir da schon was vorstellen. Ja, er hat einen guten Charakter, wirklich, ist lustig, kannst du viele Sachen mit ihm sprechen. Und hat mir viele Sachen auch erzählt für ihr Leben hier.